Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei sunnyblog.de. Ich muss mal einmal ganz kurz die Lampe hier umstellen, die nervt irgendwie gerade. Quatsch. So. Wir sind bei Familie Sparkle. Ich nehme diesen Teil gerade am Anschluss. Aber vielleicht müde. Können wir die Kinder nicht mitnehmen? Warum nicht? Ach, weil es ein Nachtclub ist. Nee, dann können wir nicht kommen, Lukas. Das tut uns leid. Ich nehme die Folge direkt im Anschluss an die letzte Folge auf, weil ich versuche, ein bisschen vorzuproduzieren, da ja, sich im Prinzip durch Corona hier die nächste Schulschließung anbahnt und wenn die Schulen zu sind, kann ich schlecht aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt drei Parts am Stück aufgenommen. Das ist jetzt der dritte Part. Ich werde versuchen, die Frequenz, mit der die Videos online gehen, beizubehalten. Aber sollte es jetzt tatsächlich dazu kommen, dass hier die Schulen schließen, kann ich das leider nicht versprechen. Aber wir gucken mal. So, das musst du verwerfen, weil das hat der wieder nicht hingehauen. In der letzten Folge hatte Charlotte Geburtstag. Und, du hattest einen Sessel ausprobiert, ne? Versuch's nochmal. Und ist jetzt eine junge Erwachsene. Das heißt, wir sind endlich die blöden Direktoranrufe los. Und wir könnten theoretisch auch damit starten, dass sie Geld verdient, also aktiv einen Job nachgeht. Ich habe mich ja dafür entschieden, auszuprobieren, wie das klappt mit einer Tierklinik auf dem Grundstück. Ich habe einen Mod ja installiert, der das möglich machen soll. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das heißt, wir müssen gucken. Ich habe aber auch gesagt oder für mich so entschieden, dass wir damit definitiv noch ein bisschen warten, bis sie so um und bei 5000 in der Haushaltskasse hat. Einfach weil wir ja ein bisschen was brauchen, auch für die Tierklinik. Und ja. Schikaniert wegen Schule, ja. Jetzt gehst du nicht mehr zur Schule. Jetzt ist okay. Müssen ja auch mal leicht staubsaugen nachher. Das war mitten in der Nacht, aber naja. Okay. Was mit dir? Kaputt. Auch das noch. Kaputt, dreckig. Gut, also Charlotte, das heißt, heute müssen wir wieder ein bisschen in die Hände spucken. Ich hätte auch super gern, dass wir hier weiterkommen. Ich will ein Kleinkindbett basteln. Ich möchte gerne tatsächlich, dass sie ein zweites Kleinkindbett bastelt. So. Was war denn das für ein Sound? Ach, die Wollmäuse haben wir weggesaugt. Okay. Das reicht mir schon, Charlotte, tatsächlich. Wir müssen nur gleich aufpassen, dass sie den nicht ins Inventar steckt. Ja, das dachte ich mir. Weil wenn sie den im Inventar haben, dann sind die nämlich wie blöd immer dabei,
Wann waren wir ernten? Beziehungsweise, okay, wir waren ernten, aber wir haben das Ding noch nicht leer gemacht, war. Dann sind sie nämlich immer wie doof dabei und tun dann quasi nichts anderes mehr, als zu staubsaugen. Sehe ich das Ding nicht mehr? Moment. Dann sind sie nämlich gefühlt nur am Staubsaugen, ne? Stellen wir ihn dahin. So. Okay, Moment. Jetzt muss ich gerade erstmal. Wir haben Bananen. 4, 5. Ach, weil wir Sommer haben. Okay, jetzt noch einmal hier das Inventar ein bisschen ausleeren. Das kann jetzt weg. Das kann. Können wir verkaufen. Das haben wir alles noch tatsächlich. Dann können wir den Rest hier ja auch im Prinzip verkaufen. Maya ist hungrig. So geht das nicht. Warte mal, ich hab doch hier. Guck mal. Du kannst dir. Hopp. Nimm dir ein Stück Kuchen. Quatsch. Nimm dir ein Stück. Du hast auch noch Obstsalat hier drin. Ach so, ist leer. Blub, weg damit. Du hast nichts mehr drin. Du kannst dir aber dann auch ein Stück nehmen, wenn du fertig bist. Du hast dir in die Windel gemacht. Oh, Püppi. Ja, iss mal erstmal was. Oh, du siehst aber auch dreckig aus. Und. Ja, du kannst ja auch noch. Ne, warte mal. Hast du nicht auch noch was? Hier. Erstes Mal. Hör auf mit dem Entspannen. Das geht mir auf den Keks. Und das machen wir mal automatisch. Ups. Den. Da rein. So. Kannst du das bitte reparieren und das bitte sauber machen? Attacke. So. Dann musst du da einmal alles ernten. Bisschen vorwärts kommen hier. So, das. Packen wir mal hier rein. Teller kann weg. So. Dann kannst du den dagegen Käfer einsprühen. Und hier musst du mal jäten. Achtundachtzig Prozent, meine Güte. Es zieht sich hier. Bis sie mal ein Level up hat in den Fähigkeiten, das zieht sich ewig bei ihr. Gucken wir gleich mal. Aber jetzt sollten wir es schaffen, ne?
Yes! Gut. So, fängt der Montag doch gut an hier bei Charlotte. Wir schon mal einmal den ersten Wunsch erfüllt. Einen Hund adoptieren. Ja. Noch nicht, aber später werden wir das sicherlich tun. Ich pinne es jetzt mal nicht an. Ich denke aber, dass Charlotte durchaus früher oder später einen Hund adoptieren wird. Apropos Hund. Oh, die Post ist da. Ach, heute ist Montag, gibt doch wieder Rechnung. 302, aber keine Strom- und keine Wasserkosten, okay. Post bekommen. Dann kannst du dir einmal direkt die Rechnung bezahlen. Was ist passiert? Den Finger eingeklemmt? Oh no. Und es ist warm heute. Okay. Genau. Zieh dich mal um. Wo gehst du denn jetzt mit ihr hin? Okay, muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Was soll denn das Kind jetzt da draußen? So, es ist wahrscheinlich das, was sie von ihrer Mutter bekommen hat. Ja. Ist immer so ein Ding, ne? Ob man die Dinger öffnet oder. Meistens ist es doch nur Schrott. Noch eine Postbotin, kommt die auch noch zu mir? DJ Candy! Ah. Hätten wir mal die Kiste verkauft. Aber nun gut. It is wie it is, ne? Mach hier mal noch ein Nickerchen. Wir haben das alles noch. 250. Auf Pippi. Was hast du? Hunger? Guck mal, kannst du ja auch noch was für uns Kuchen nehmen. Und Hallo, der Direkt kann fertig sein. Die Idole. Ich habe keine Zeit für Gruppen. Was mir gerade in den Sinn kommt, wir könnten vielleicht für die Kids, wenn wir jetzt im Sommer sind, was wir ja definitiv auch nicht herstellen können. Ja. Eisenbahn, ne? Ist ja ein Planschbecken einfach, ne? Was kostet das denn?
Ja, ich glaube, ein Planschbecken können wir dem gönnen, ne? So ein kleines. Schau mal. Okay. Ah, sind die süß, die beiden. So, du geh mal schlafen. Hör mal auf, mit deiner Schwester zu sammeln. Und du möchtest aufs Töpfchen gehen. Das kriegen wir hin. Level 3, jawohl. So, dann, Charlotte, geh mal einmal selber schnell. Sind die unbedingt, dass das Kind baden, ne? Ausholen, ja. Und dann kannst du die Litte baden. Holte sich voll. So, damit sind wir hier. Denken fehlt noch. Gott, ist so sehr bemüht, das Problem zu unterbinden, aber es entzieht sich seiner Kontrolle, wenn Studenten den Campus verlassen. Na denn. Nein.
So. Siehst du, Kind wieder sauber. Wunderherrlich. Haben wir noch was? Nee. Aber du kannst dir hier noch ein Stück nehmen. Oh, das ist schon wieder so müde, ne? Aber was macht der auf der anderen Seite? Macht es eher auch einfach immer tierisch Spaß, mit dem Kind zu spielen. Oh, Bess. Auflegen. Meine Güte, ey. So, dann kannst du noch mal ein Nickerchen machen. Level 4 der Fitnessfähigkeit. Genau. Und wenn wir können, werden wir noch mal versuchen, was anzufertigen. Hatten wir nicht vorhin versucht, einen Sessel anzufertigen? Achso, es hatte wieder nicht hingehauen, ne? So, meine Kinder sind ja relativ ordentlich wieder. Ach. Buchstabieren beibringen? Okay. Und magst du ein Tor? Magst du ein bisschen Form studieren noch? Vielleicht nur in der Form studieren, nicht den Turm bauen. Genau. So. Charlotte, beeil dich mal. So, das kannst du lassen. Jetzt mach noch mal. Was möchtest du denn? Nee, gerade nicht, Olivia. Warum gehst du jetzt nicht an die Maschine? Hallo? Oh,
Okay, weiß der Geier, warum sie jetzt den Weißen nicht machen wollen. Wahrscheinlich, weil wir das nicht mehr haben. Naja, eine Katze will sie auch haben. Das ist erstmal alles. Das Haus soweit eingerichtet haben. Wenn das alles schicki ist, dann können wir auch über eine Katze und einen Hund sprechen. Aber müssen wir ein bisschen was tun, ne? So ein Bett haben. Wir schauen mal. Die Pflanze sieht irgendwie trocken aus. Aber ist sie nicht. Oh nee. Diese dusselige Maschine. Mano. Gut, Produkt verwerfen. Warum im Busch? Na ja, gut, wenn du meinst. Hat die letzte Stromreserve. Okay, dann kannst du das vielleicht mal reparieren. Und einmal putzen. Und ach Mensch, das hat uns ja heute nicht wirklich viel weitergebracht hier, ne? Bis auf das mit der Gartenfähigkeit. Sind wir nicht wirklich weitergekommen. Ich werde sie aber mal noch mal. Achso, jetzt kann sie ja nichts kochen, weil kein Strom mehr da ist. Oje. Dann soll sie hier noch ein bisschen aufräumen. Wenn sie jetzt eh nichts anderes machen kann. Das wird sie schon gar nicht mehr machen, ne? Hatten wir nicht auch zwischenzeitlich noch irgendwo zwei Plopsi im Angebot? Das ist auch ein leerer Teller. Warum ist sie jetzt denn benommen? Wegen Schlafmangel benommen oder was? Dann keine Ahnung. Geh putzen und dann gehst du schlafen. So, und ich beende die Folge an dieser Stelle. Wie gesagt, der Part war jetzt irgendwie nicht so wirklich, dass er uns viel weitergebracht hat. Aber naja, die Parts gibt es halt, ne? Und Charlotte kümmert sich jetzt noch ein bisschen ums Grundstück. Und dann schauen wir mal, ob das beim nächsten Mal wieder besser wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zugeschaut habt, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Hinterlasst mir gern Kommentar, Like oder Abo. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.